Alex, kannst du dich noch erinnern, wann du zuletzt ein Tor per Fallrückzieher erzielt hast? Ich glaube, das war 2006 bei Schalke oder 2005 bei Schalke mit den Amateuren. Da war es noch von außerhalb der 16, also ich denke, das war noch ein bisschen schöner. Aber ich bin natürlich froh, heute mit den beiden Toren der Mannschaft geholfen zu haben, hier zu Hause den Heimsieg einzufahren. 4-1 klingt auf dem Papier sehr deutlich, aber ihr habt doch recht lang gebraucht, um das Spiel zu entscheiden. Wie hast du es auf dem Platz erlebt? Ich denke, wir haben sehr gut angefangen, sind früh in Führung gegangen, können dann nach dem 1-0 eigentlich noch nachlegen, 2-0, 3-0 machen, bekommen dann aber wieder in unserer Drangphase so ein dummes Gegentor, was einfach nicht passieren darf. Ich denke, es wäre einfach mal schön, wenn wir auch gerade zu Hause mal mit einem 2-3-0 in die Halbzeit gehen, um ein bisschen mehr Sicherheit zu haben. Aber dann in der zweiten Halbzeit war klar, dass Aue nochmal aufmacht und nochmal alles probiert. Und wir haben auch ein bisschen mehr Druck gemacht. Es war ein intensives Spiel mit vielen Fouls. Und ich bin dann halt froh, dass ich dann mit dem 3-1 den Sack zugemacht habe und das letzte Tor von Mohr noch vorbereitet habe. Also die Fans hatten hier so eine lange Leidenszeit mit so lange ohne Sieg. Und wir sind einfach froh, dass wir heute den zweiten Heimsieg in Folge einfahren konnten und den Fans halt so ein gutes Spiel abliefern konnten. Lindsay, du strahlst völlig zu Recht. 4-1 gewonnen hier im Heimspiel gegen Aue. Gutes Spiel gemacht. Wie fühlst du dich gerade? Super, überragendes Gefühl natürlich wieder. 4-1 gewonnen, wie du schon gesagt hast. Ich denke, dass wir unser Spiel umgesetzt haben, so wie es der Trainer wollte, dass wir schnell nach Ballgewinn in die Spitze gespielt haben. Und ich denke, es war von allen Leuten heute eine überragende Leistung gewesen. 4-1 klingt sehr deutlich, trotzdem war es aber auch ein recht harter Kampf und man hat auch sehr lange gebraucht am Ende. Wo hakt es dann noch ein bisschen, dass man so ein Spiel vielleicht nicht mal schon früher entscheiden kann? Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, wir sind ein bisschen schwer ins Spiel gekommen. Dann gab es die umstrittene Elfmetersituation. Sah von meiner Seite aus auch so aus, als ob man den geben könnte, sage ich jetzt mal. Dann waren wir zum Glück das 1-0. Ich denke, durch diese ganzen personellen Ausfälle, wir haben ja so in der Konstellation eigentlich noch nie zusammengespielt. Aber ich denke trotzdem, dass wir in der ersten Halbzeit schon höher als 2-1 führen müssen. Da haben wir die Chancenauswertung dann, die ist noch etwas mangelhaft oder sage ich mal verbesserungswürdig. Aber ansonsten denke ich, wie gesagt, war das ein sehr intensives Spiel. Es hat, wie gesagt, lang gedauert, aber am Ende denke ich auch in der Höhe gerecht.